Und moin aus Ostfriesland, ich bin's wieder, eure Anne Hilde. Ja, wie ihr seht, war ich schon wieder ganz, ganz fleißig bei mir im Garten zu Hause am Schnippeln. Denn ich möchte euch heute eine adventliche Deko-Idee zeigen mit ganz, ganz vielen Möglichkeiten. Könnt ihr euch vorstellen, dass man aus diesem Haufen wilder Grünsorten einen ganz tollen Tischschmuck machen kann und den werde ich dann anschließend auch noch schön landschaftlich schmücken. Und was man da noch alles mit machen kann, das zeige ich euch natürlich ganz am Ende nochmal. Aber ich denke, wir nehmen jetzt mal die Kiste eben hier auseinander und gucken, was ich alles so Schönes gesammelt habe. Ja, das ist die Ackerwinde, die erste Ackerwinde, die ich dieses Jahr hier im Winter oder im Herbst, ist ja schon Winter, geerntet habe. Jetzt kann man sie wieder so richtig schön ernten und für schöne Dekorationen benutzen. Dann habe ich hier Efeu. Ja, das ist ein Zickzackstrauch. Den hat man immer so im Spätsommer in die Bepflanzung reingemacht. Den habe ich leider vergessen zu gießen. Der ist vertrocknet, aber den wollte ich auch nicht wegschmeißen. Da kann man bestimmt auch noch was Tolles rausmachen. Wenn nicht in dieser Dekoration, bestimmt in irgendeiner anderen. Ja, was haben wir denn da noch? Skimmiengrün. Wenn ihr das zum Beispiel zu Hause nicht habt, kann man auch in den Blumenläden bei euren Floristen immer erwerben. Also es ist ein sehr schönes Grün, was auch wirklich lange hält. Dann habe ich hier noch Buchsbaum, Efeu mit Fruchtstand. Dann habe ich hier noch Schneeball, Wacholder, Seidenkiefer. Naja, und die Nobelistanne. Ja, ich bin nicht erwischt worden. Sonst sagt man immer so leicht Blautanne. Das habt ihr in meinen letzten Videos ja sicher schon mal mitbekommen. Und die Nobelistanne, die muss ich natürlich gestehen, die würde ich bei mir zu Hause nie schneiden, es sei denn, ich hätte eine riesengroße Tanne davon. Die habe ich bei uns aus dem Gartencenter mitgebracht. So, ihr Lieben, und die lege ich jetzt hier auch mal eben zur Seite. Die Kiste kommt runter. Hier ist noch ein bisschen Buxus. Und ich brauche jetzt, um diese schöne lange Tischgirlande zu wickeln, irgendwie eine Unterlage. Und dann nehme ich gerne immer Kokostau. Ich hoffe, dass ich das mitgebracht habe. Ich glaube, ja. Ich muss erst mal gucken, wo. Ach, da unten liegt es ja. So, und auf diesem Kokostau kann man immer wunderschön draufbinden. Ihr müsst natürlich nicht unbedingt Kokostau benutzen. Vielleicht habt ihr irgendwie eine andere Kordel zu Hause, die ihr nehmen könnt. Man kann sogar Girlanden ohne so eine oder ohne so ein Tau binden. Ne? Man wickelt einfach immer hintereinander weg. Vielleicht zeige ich euch das nachher nochmal so, nur mal so einen kleinen Anfang. Und jetzt muss ich erstmal hier einen Anfang suchen. Ah ja, da ist er schon, damit wir gleich auch schon starten können. Ich bin schon mal angefangen und habe ganz, ganz viel Grün klein geschnitten, damit wir auch so einen richtig guten Start haben. Unter anderem auch hier die Nobelistanne. Und da wollte ich euch noch zu zeigen, wenn ihr solche langen Spitzen habt oder wie hier, ne, ist es ja oft so, dass man die für so eine Dekoration oder für die Girlande, die ich heute machen möchte, einfach zu lang sind. Dann schneiden wir die doch einfach von hinten so weg und schaut mal, dann kann man auch wirklich fast noch alles verwenden. Das vielleicht jetzt gerade nicht, aber schaut mal. Wir schneiden dir diese Spitzen auch einfach so raus und man hat wirklich fast alles von der Tanne verwertet. Denn das ist wirklich eine Tanne, die nicht nadelt und die ist natürlich auch ein bisschen teurer. Und daher sollten wir auch alles wirklich ganz, ganz, ganz viel verwerten. So, und dann starten wir auch schon mal. Ihr nehmt dann eure Kordel, eure Kokoskordel, was auch immer, ist ganz egal und wickelt den Wickeldraht oben um die Spitze schön stramm drum herum, damit es auch richtig schön fest ist und sich nachher nicht einfach wieder so aufribbeln kann oder auflösen kann und ihr nachher die grünen Sorten so auf dem Tisch liegen habt. Und dann nehmen wir, warte mal, ich muss erst noch mal den Wacholder hier noch ein bisschen klein schneiden, da habe ich nämlich nicht genug von. So, und der Strunk, den binden wir da auch mit rein. Da habe ich hier nämlich auch schon ein paar dickere. Da habe ich mir nämlich gedacht, ne, die schmeißt du nicht weg. So schlecht sehen die gar nicht aus. Und weil es eine schöne, lange, naturhafte Tischdekoration werden soll, passen die auch optimal da rein. Ihr werdet gleich schon sehen, wie das dann ausschaut. So, und jetzt nehmt ihr am Start ein paar mehr verschiedene Grünsorten so, damit das hier richtig schön oben fest ist. Und wickelt von oben so drumherum. So, und jetzt immer abwechselnd verschiedene Grünsorten einfach anlegen. Und umso abwechslungsreicher, also umso mehr verschiedene grüne Sorten und umso schöner wird es. So, jetzt kommt auch mein Strunk hier in Einsatz.
Ne, den wickeln wir da oben jetzt einfach so rein. Und wenn ihr am Ende meint, nee, das sieht doch gar nicht so toll aus, das gefällt mir nicht, können wir ja immer noch mal einen Zapfen oder wie auch immer drüber kleben oder eine Kugel. Ja, das ist diese Ackerwindel, ne? Die ist total anhänglich. Und wer die im Garten hat, da ist sie nämlich auch anhänglich, bei uns nämlich zum Beispiel. Mein Mann ist da nicht so begeistert drüber, aber ich finde das eigentlich ganz toll, weil ich kann das dann immer unwahrscheinlich viel verarbeiten. So, und ihr könnt sicher schon sehen, wie schön abwechslungsreich die Girlande mit diesen verschiedenen Sorten grün wird. Ne? Also auch hier die Strunken, man sieht sie gar nicht doll, aber so ein bisschen, und das soll ja auch. Und ich finde, das sieht richtig klasse aus. Ich habe jetzt auch noch mal so ein bisschen Trauerbirke hier mit reingewickelt. Da kann man nämlich so richtig schöne Schlaufen von machen. Wenn ihr schaut, das ist nämlich so richtig toll biegsam. Und das kann man hier so richtig gut mit reinlegen. Ihr könnt natürlich auch irgendwelche anderen Gehölze nehmen. Aber schön wäre es, wenn man die so ein bisschen biegen kann. Oder wir könnten ja auch rein theoretisch hier von meinem Zickzackstrauch auch so ein bisschen rüberlegen. Aber das kann man am Ende auch vielleicht noch mal so ein bisschen klein schnippeln und so mit reinkleben. Also das ist am Ende immer noch möglich. Ja, er sitzt so ein bisschen oder ist ein bisschen anhänglich. Ja, und ich finde ja, Dekoration oder Advent, da gehört Deko einfach mit dazu. Ne? Wie Glühwein, Gebäck, Kuchen, Gemütlichkeit, Zimt. Es gibt so viele Dinge, oder Advents oder Weihnachtsstern, auch der gehört für mich einfach zum Advent dazu. Mein Mann würde wahrscheinlich jetzt sagen, eine Bratwurst gehört für ihn zum Advent dazu, weil wir waren ja am Wochenende spazieren bei uns am Strand. Ne? Also was dem Touristen der Sommerstrand ist, ist für uns Ostfriesen der Winterstrand. Also wir gehen alle sehr, sehr gerne im Winter da spazieren. Und dann ist immer so eine schöne, steife Brise, die wir uns da um die Nase wehen lassen können. Und das war am Wochenende auch so. Also wir laufen so 200, 300 Meter am Strand lang. Da sagt mein Mann auf einmal, ich glaube, ich rieche irgendwie, dass jemand grillt. Und da habe ich zu ihm gesagt, nee, also ich rieche gar nichts. Ne? Das war ja auch so ein Wind, ne? Das kann ja gar nicht sein. Ne? Und dann, als wir dann noch so ein ganzes Ende gelaufen sind, dann waren wir natürlich wieder hinterm Deich, also vom Festland vorm Deich, stand da tatsächlich eine Bratwurstbude. Und mein Mann konnte sich dort stärken. Also wie kann das angehen? Ne? Die riechen das wirklich 3 Kilometer gegen Wind, dass irgendwo eine Bratwurstbude ist. Naja, was dem meinem Mann seine Bratwurst ist, ist bei mir Eis. Tja, so ist das halt. Naja, so, um zurückzukommen zu unserer Girlande. Ich muss jetzt noch ein ganzes Ende wickeln. Also das muss noch so richtig schön lang werden. Das dauert noch eine Zeit lang. Und da muss ich mich jetzt ein bisschen sputen. So, und ich bin jetzt hier am Ende angekommen, zieh mal stramm an, mach eine Schlaufe, nur mein Draht ist jetzt auch schon fast am Ende angekommen, aber ich glaube, es reicht noch, und zieh das hier einfach mal jetzt so durch. Und schön stramm ziehen, und das machen wir jetzt noch einmal, so. Und schön stramm anziehen. So, das Ende können wir hier einfach so ein bisschen verstecken. So, nun sieht das natürlich hier am Ende nicht so schön aus, weil es soll ja eine Tischgirlande werden. Und da habe ich mir einfach schon mal so ein paar Büschel mit dem Grün, was ich hier drinnen verwendet habe, angedrahtet. Und da braucht ihr einen festen Steckdraht zu. So, jetzt habe ich hier einfach nochmal von dem Schneeball, Wacholder, bisschen Nobilis. Hier ist noch Wacholder. Der Tisch wird jetzt aufgeräumt, wie ihr seht. So, schneid das jetzt hier einfach mal ab. Hier habe ich schon Steckdraht liegen. Gabeln dranlegen, ganz stramm drum herumziehen. Das können wir noch ein bisschen abschneiden. So, das müssen wir auch noch so ein bisschen abschnippeln hier, so ein bisschen kürzer machen. So, und jetzt nehmen wir einfach diese Büschel und stecken die mit dem Steckdraht fest hier rein. So, dass man den Ansatz hier nicht mehr sehen kann. Wir müssen natürlich so ein bisschen tricksen und das Grün so ein bisschen drüber legen und vielleicht auch hier unten das mit dem Draht so ein bisschen reinstecken und verankern. So, jetzt nochmal so ein bisschen Blautanne. Ich sag schon wieder Blautanne, ich meine Nobilis-Tanne, Entschuldigung. Ich glaube, ich werde mir das in diesem Leben nicht mehr abgewöhnen können. So, jetzt müssen wir nochmal gucken, ob wir hier die ein oder andere Spitze nachher noch mal so ein bisschen mit dem Heißkleber reinkleben. Das dürfte auch wohl gehen, auch zum Beispiel ein bisschen von der Seidenkiefer hier zum Beispiel. Das klebe ich nachher auf jeden Fall schon mal fest. Oh Gott, nun fällt mir hier schon mal die Hälfte um. Und fertig ist die schöne Girlande für den Tisch
aber noch nicht dekoriert. Und die Girlande ist jetzt fertig und ich habe vorsichtshalber hier drunter Filz geklebt, damit der Tisch, auf den wir das dann nachher später drauflegen werden, nicht zerkratzen kann. Und ich finde, es ist auch immer ein schöner Abschluss. Und ich habe extra den dunkelgrün genommen, damit man es nicht so sieht. Ne? Ja, und jetzt geht's an die schöne Sache. Jetzt können wir es nämlich so richtig schön dekorieren. Da schaut doch mal einfach bei euch in den alten Kartons nach, was ihr da noch an toller Weihnachtsdeko findet. Manchmal hat man hier noch eine Figur oder dort noch was anderes oder eine Kugel. Teilweise hat man ja auch Sachen, die vor Jahren modern waren. Man meint, sie sind out. Und Leute, die meisten Sachen, die werden immer wieder in und sind dann wieder absolut hip. Aber ich stehe ja total auf Natur und Natur kann man eigentlich immer benutzen, jedes Jahr. Und ich finde es immer sehr, sehr schön. So, und ich habe mir natürlich gedacht, wir machen hier natürlich was Natürliches drauf und habe hier mal auch schon so ein paar Sachen ausgesucht. Wie zum Beispiel diese Rentiere aus Metall, die sind so angerostet, das mag ich auch sehr gerne, das sieht immer sehr, sehr hübsch aus. Und ich muss zugeben, ich habe dafür was kaputt gemacht, ich zeige euch auch mal was. Nämlich so, so sind die normalerweise, oh hier ist ein bisschen Spinnennetz dazwischen, hier so sind die normalerweise auf so ein Stück Holz ja so reingesteckt und reingeklebt, so bekommen wir die auch immer fertig geliefert, aber ich fand diese Einzelteilchen so schön und dieses Ding hier so draufzusetzen, das war mir so ein bisschen zu steif, also und da habe ich mir gedacht, die schnippel ich da einfach ab, ne? Ich habe da mit einer kleinen Metallsäge, so gut ich konnte die abgesägt und es hat sogar geklappt und werde sie jetzt hier schön drauf dekorieren. So, und wir fangen an. Ich habe dann hier so Zapfen, das habe ich hier noch, so ein bisschen Pilz, Rinde. Ich werde auch so ein bisschen Moos reinkleben, so wie Bollmoos, also dieses Polstermoos, Plattenmoos. Ja, von allem so ein bisschen. Hier habe ich noch so verschiedene Zweige. Das ist zum Beispiel ein Zweig, der lag wirklich schon bei uns im Abfalleimer im Gartencenter. Und den fand ich, weil er so schön grün ist und da noch so ein bisschen Tannennadeln dran sind, fand ich den einfach toll. Und dachte, den können wir hier noch so richtig schön drin verarbeiten. Und das werde ich jetzt hier richtig schön alles reinkleben. Ja, und wir beginnen doch einfach mal mit diesen schönen Fichtenzapfen. Und die klebe ich nicht so rein, sondern aufrecht. Damit die so ein bisschen ja, als Baum wirken sollen oder darstellen sollen. Und dann nehme ich auch zwei etwas ein bisschen in unterschiedlichen Größen. Und die Tischdeko soll natürlich von beiden Seiten ja, bewundert werden nachher, ne, wenn wir es fertig haben. Oder betrachtet werden können. Also, dass man es nicht nur von einer Seite arbeitet. Da muss man so ein bisschen drauf achten. So, dann hier die Rentiere. Und das werde ich dann auch so ein bisschen jetzt in Gruppen hier reinkleben. Ja, man kann natürlich nachher auch noch mal eine Schleife reinkleben. Also Leute, schaut wirklich in euren Kartons nach, was ihr noch findet. So, ich bin jetzt schon fast fertig mit der Deko und ich finde, es sieht doch so richtig aus, als wenn man mitten im Wald steht. Man hat so richtig viel zu betrachten. Schaut mal hier, hier habe ich diese kleinen, süßen Waldwichtel. Die sind so niedlich und so klein, man sieht sie im ersten Augenblick gar nicht. Oder hier die Zapfen. Dann habe ich hier nochmal so einen kleinen Zapfenwichtel gemacht. Einfach einen Zapfen, Mützchen drauf, einen kleinen Bart. Vom Pfeffer habe ich mir da einfach eine kleine Kugel geklaut und die als kleine Knollnase dran geklebt. Ja, was haben wir hier noch? Dann haben wir hier nochmal die Kokossterne, dann die Kerzen. Ne? Die sind mit diesen alten Steckhaltern, die früher immer an jedem Weihnachtsbaum dran waren, also bei uns zu Hause immer. Und da kommen natürlich so ein bisschen Kindheitserinnerungen hoch. Ja, dann habe ich hier, was habe ich denn hier noch? Ein bisschen getrocknete Äpfel. Aber ich finde, hier fehlt noch so ein bisschen Höhe und da habe ich gerade aus den Resten noch mal ganz schnell so ein Bäumchen gemacht. Und wenn ihr wissen wollt, wie das geht, also ist total einfach und simpel, dann schaut doch mal in meiner Playlist, da habe ich ein Video, wie man solche kleinen Bäumchen selber fertigt. Und den klebe ich jetzt hier einfach noch hinten so ein bisschen hinter den Zapfen rein, dann verhakelt sich das auch noch. Ein bisschen Heißkleber, es wird gleich von selber richtig schön fest und dann die Lichterkette. So, und ich finde, jetzt ist es wirklich perfekt geworden. Ich finde es schön und es ist wirklich eine zauberhafte Tischdekoration.
keine Sorge, ich fange nicht jetzt schon wieder an und mache da eine Tischdeko von. Denn das habe ich euch jetzt ja schon gezeigt. Aber ich wollte euch ja noch zeigen, was ihr oder wie viele Möglichkeiten man mit einer ganz normalen gewickelten Girlande hat. Ihr habt ja sicher hinter mir schon gesehen, dass es da schon sehr, sehr hübsch geschmückt ist. Aber ich habe noch mal so ein Stückchen Girlande gewickelt und wollte euch dann zeigen, dass man da einfach auch einen Kranz draus machen kann. Indem ihr das dann hier einfach zusammensteckt mit einem Draht. Ihr seht, es ist auch einfach auf einer Kokoskordel gewickelt worden. Haltet das dann hier zusammen. Versucht den Draht, so gut es geht, schön durchzustecken. Schön ein bisschen stramm aneinander wickeln. So, und dann hat man auch gleich schon eine Aufhängung hier, ne, diese Lasche. Und kann dann den Kranz nachher auch richtig gut aufhängen. So, nun kann man den natürlich auch als Tischkranz verwenden, indem ihr einfach ein Glas reinstellt mit einer Kerze oder, hey, toll, sogar ein Adventskranz, hey, fällt mir jetzt erst ein, hätte ich auch eher drauf kommen können. Und ich finde, das sieht doch schon ganz hübsch aus und würde direkt toll an diese Tür passen, aber da muss noch ein bisschen Deko dran. Ich schaue mal, was ich hier unten habe, weil hier unten habe ich nämlich alles vollstehen mit meinen Sachen. Immer wenn ich den Tisch wieder so ein bisschen aufräume, kommt das alles nach unten hin. Und ihr wollt nicht wirklich wissen, wie es hier unten ausschaut. Ich gucke mal eben, was ich so organisieren kann. Hier habe ich zwar noch einen Tack, also einen Zweig, sagt man dann auf Hochdeutsch. Und den, ja, der ist noch ein bisschen groß, kleben wir jetzt einfach noch so ein bisschen dran. So einfach seitlich, ne? So, machen wir kurz Kleber dran. Und es ist aber auch schön, wenn die hier so noch so eine Abzweigung haben, wenn die nicht so ganz gerade gewachsen sind. So, dann, was haben wir hier noch? Zapfen, Zimt, Pfeffer. Oh ja, guck mal, das würde sogar noch schön zu der Deko passen. Ein fliegendes Rentier. Dann nehmen wir noch mal so ein bisschen Graumus, habe ich hier noch. Ein Kokosstern. Oh, der hat jetzt ja auch ganz schön ausgesehen, aber ich glaube, der reicht jetzt schon. Und was haben wir hier noch? Nix. Gut, dann machen wir jetzt weiter und dekorieren noch ein bisschen. Der Zapfen kann hier unten schön dran. Dann nehmen wir einfach von dem Moos, da könnt ihr auch ganz normalen grünen Moos nehmen. Kleben wir das hier oben so ein bisschen drauf. Ich mag das ganz gerne, wenn das so eine grüne Unterlage ist, wenn da so ein bisschen andere Farben dran kommen, vor allen Dingen jetzt auch mit dieser Flechte. So, das kommt da dran. Dann kleben wir den Stern hier oben dran. Und da kommt jetzt die Farbe von dem fliegenden Rentier auch wieder. Hier ist noch so ein bisschen Pfeffer. Das bekommt ihr bei eurem Floristen. Kommt da noch so ein bisschen mit dran. Dann nehmen wir hier nochmal die Zimtstange. Und ich habe da noch eine rote Schleife. Die hatte ich eigentlich für die Girlande vorgesehen gehabt. Die sollte eigentlich da oben in der Mitte dran, aber das passte mir dann doch nicht mehr so. Und die ist jetzt genau richtig für den Kranz. Die stecken wir jetzt hier so dran. Jetzt muss ich das nochmal ganz kurz halten, 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 damit es trocken wird, weil es soll ja gleich an die Tür ran. So, nehmen wir den jetzt ab. Das sind nämlich die fertig gebundenen Unterlagen, die wir auch immer zukaufen. Und hängen den Kranz jetzt da dran. So, es muss noch so ein bisschen nachkleben. Ich bin natürlich wieder viel zu schnell und zu voreilig, aber es hält. Sieht das toll aus? Also ich finde, das sieht richtig klasse aus. Den kann man natürlich noch so ein bisschen hin und her biegen. Also die Girlande. Ihr könnt so viele Sachen aus einer Tischgirlande machen, eine Fenstergirlande, wie wir es hier haben. Ihr könnt das auf ein Sideboard legen, für die Tür machen oder hier für die Tür. Also zweimal für die Tür. So, ihr Lieben, ich glaube, ich habe euch jetzt heute jede Menge gezeigt. Und ich würde mich total freuen, wenn euch das Video gefällt und wenn der Daumen nach oben geht. Und wenn ihr nichts mehr von mir verpassen möchtet, dann abonniert doch gleich meinen Kanal. Ja, bis dahin, liebe, liebe Grüße, einen schönen zweiten Advent und bis bald.